Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, werte Gäste auf der Empore. Die Kommunen stehen in hier und jetzt vor der Aufgabe, Stadtteile, die seit Jahren, in Teilen sogar seit Jahren vernachlässigt worden sind, sukzessive wieder aufzuwerten. Gleichzeitig stehen die Kommunen aber vor der Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass es nicht im Zuge dieser Aufwertung zu Verdrängungsprozessen kommt. Das klappt in der Regel eher schlecht als recht, wenn man allen Statistiken und Meinungen von Fachleuten glauben mag. Ein Instrument, gerade auf kommunaler Ebene, kann eine Milieuschutzsatzung sein. Eine gut gemachte Milieuschutzsatzung. Eine gut gemachte Milieuschutzsatzung, die einen vernünftigen Rahmen für Mieter und Vermieter bildet, damit nicht Wildwest ausbricht, so wie es jetzt in der Goethestraße 71 bis 73 ausgebrochen ist. Dort hat man in Teilen mit Unlauteren, im Grunde genommen muss man es noch drastischer sagen, mit asozialen Mitteln Mieterinnen und Mieter, die zum Teil seit 30 Jahren dort wohnen, herauskomplimentiert. Eine Durchsetzung des Wohnen als soziale Infrastruktur von Quantität und Qualität wird in hohem Maße von einer Neukonstitution stadtpolitischer Interessenskoalitionen abhängen. Letztlich wird eine bessere und zukunftsweisende Wohnungspolitik nur möglich, wenn sich Kommunen als Akteure begreifen, die im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung steuernd und koordinierend ins Geschehen mit eingreifen. Wir werden diesem Antrag zustimmen. Wir wissen aber auch, dass es sich zunächst mal um einen Prüfantrag handelt. Und Prüfanträge haben ja bisweilen die Eigenschaft, dass Raum und Zeit verschwinden. Insofern bitten wir die politisch Handelnden, diesen Prüfantrag so schnell als möglich zu prüfen, damit man belastbare Ergebnisse hat und damit man hier mit einer Milieuschutzsatzung, der Herr Zeidler hat es gesagt, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall sein, dass Teile der Nordstadt in den nächsten Jahren von Verdrängungsprozessen betroffen sind, damit hier mit dem Instrument der Milieuschutzsatzung vorgegriffen wird und Schadenbegrenzung betrieben wird. Gestatten Sie mir zum Schluss noch eine Prognose allgemein zur Wohnungsbaupolitik und Wohnungspolitik hier in der Stadt Kassel. Ich vermute mal, dass wir in den nächsten Jahren die politischen Protagonisten, die sich heute noch gegen kommunale Steuerungsinstrumente sträuben oder die am Labieren sind, dass sich diese Protagonisten eines Besseren besinnen und gewisse Steuerungsinstrumente hier in der Stadt Kassel einführen. Auch wenn, und das weiß ich sehr wohl, auch wenn die Motivlage wahrscheinlich eine andere ist. Wir hatten ja gestern, wie Sie wissen, Bundestagswahlen. Und ich vermute einfach mal jetzt ins Blaue, es wird auch inhaltliche Konsequenzen bei den ein oder anderen Parteien mit hoher Wahrscheinlichkeit geben.